Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Pirate Warriors 4. Wir sind beim Level echte Pirate Warriors. Das Marine Hauptquartier, die 7 Samurai der Meere und die 4 Kaiser lauern auf. Erringe den Sieg in der letzten Schlacht und werde ein wahrer Pirate Warrior. Ich kriege hier Pika und Diamante Münzen. Eine goldene Ruffy Gear 4 Münze und eine D-Münze vielleicht. Verbündeten Armee, Gegner sind dritte Armee und dritte Armee ist Revolutionsarmee. Oh Mann. Okay. Und natürlich spiele ich Whitebeard. Level 18 ist empfohlen. Level 18 scheint das maximale Level zu sein, by the way auch. Cool. Dann rein da. Gut, was ich jetzt noch mache, ich habe die Fähigkeit hier noch nicht. Vielleicht kriege ich die jetzt in diesem Level. Vielleicht auch nicht. Aber ich hole mir auf jeden Fall noch die letzten... Möglicherweise... Nee, ich hole mir nicht alle. Kann ich aber im nächsten Part machen. Eins fehlt mir noch. Oh Mann. Ein einziger Punkt hier fehlt mir. Und dann fehlen mir halt noch die Sachen, die ich aber nicht unbedingt brauche. Ich werde es... Oh. Oh, verdammt. Jetzt habe ich... Ah. Na gut. Ich level es einmal auf, aber ich brauche noch 2 Münzen, damit ich es nochmal aufleveln kann. Also brauche ich insgesamt noch 10 Münzen und dann ist Whitebeard theoretisch auf 100% für mich. Außer wenn ich die hier alle noch hochleveln will, dann... Das werde ich natürlich auch tun, damit einfach die Krone da ist. Oh. Die da kostet mich ja gar nichts. Die da auch nicht. Und das da auch nicht. Gut, in dem Fall brauche ich noch diese Münzen. Diese Münzen. Die Münzen da hinten und das eine, die eine Spezialattacke. Dann hätte ich Whitebeard auf Maximum sozusagen. Okay, dann machen wir doch das härteste Level offensichtlich. Empfohlen ist Level 18. Ich bin Level 18. Das heißt, ich bin also fast überall Level 18. Ich glaube, bei einem bin ich dann noch Level 17, weil mir ein Level fehlt. Eine Münze fehlt. Sozusagen. Also, Mingo ist auf jeden Fall einer der Gegner. Ich habe offensichtlich... Wen habe ich denn als Verbündeten? Kusan, okay. Den brauche ich gar nicht. Verkrüge erstmal die Gruppe, die 7 Samurai der Meere. Es sind 7 Gegner. Kusan ist in meinem Team, okay. Da ist Falkenauge. Schön, aber ich kämpfe gerade gegen Mingo. Ich weiß nicht, was, warum ihr mir das jetzt zeigt. Mingo und Crocodile kriegen hier erstmal auf die Fresse, die eigentlich ziemlich befeindet sind. So, Mingo, du fängst jetzt erstmal eine... So, Mingo ist tot. Den ersten hätten wir damit. Oh, trifft das? Nee, leider nicht. Crocodile ist der nächste, der sein Fett wegkriegt. Er hat seine Logia-Kraft eingesetzt, aber die hilft ihm gegen mich halt nicht lange. Hancock ist auch da, ist klar. Irgendjemand läuft nicht auf mich zu, okay. Also, Crocodile kassiert. Oh, wo ist er hingeflogen? Crocodile? Der ist da hinten gelandet, what? Okay, hier ist ein Anführer aufgetaucht. Ich habe schon 500 Kills. Nice. Ich bin Gott froh, dass ich mich hier für Whitebeard entschieden habe. Irgendjemand ist auch noch da. Diamante ist auch in meinem Team. Ich weiß nicht warum. Aber ich glaube, den brauchen wir auch noch. Ich glaube, im letzten Part haben wir Garb auf Maximum gebracht. Na, jetzt machen wir erstmal hier den Anführer weg. Tschüss, damit gehört mir das Territorium. Und ich kann weiter zum nächsten Samurai. Mada, mada. Da ist Law, einer der 7 Samurai, und Shinbei. Also beide, eigentlich bis jetzt haben wir nur Ex-Samurai bekämpft. Beziehungsweise die Samurai, ja, egal. Mingo wurde von Ruffy besiegt und gefeuert. Crocodile wurde von Ruffy besiegt und gefeuert. Beide saßen oder sitzen in Impel Down. Crocodile wurde ja wieder befreit. Law ist eigentlich der neueste von denen bis jetzt. Der neueste Samurai. Außerdem ist eigentlich Whitebeard Jr. noch einer der Samurai, aber der kommt in dieses Spiel nicht vor. Auf jeden Fall, Law macht es auch nicht mehr lange. Und Shinbei wurde ja auch gefeuert, als er sich gegen den Krieg mit Whitebeard entschieden hat. Also haben wir nur... Ah, stimmt. Habe ich gar nicht zu Ende gesprochen. Law wurde gefeuert, als rauskam, dass er mit Ruffy gemeinsame Sache macht. Irgendwie so halbwegs.
Da ist schon wieder ein Anführer aufgetaucht. Und tschüss. Oh, damn, Alter. Law kriegt erstmal hier auf die Fresse, ist aber nicht tot. Okay, Law ist raus. Jinbei ist der Nächste. Der steht gerade ganz gut. Oder ist ganz gut in der Luft, wie auch immer. Und tschüss. Jinbei ist damit auch besiegt. Wen haben wir als Nächstes? Da sind gleich drei auf einmal. Die werden wahrscheinlich gleich alle gleichzeitig gegen mich kämpfen. Hancock ist hier. Buggy ist hier. Und Falkenauge ist hier. Und das sind genau die drei Samurai, die zurzeit existieren. Mit Ausnahme von Whitebeard Jr. Und ich denke, das sind alle Samurai. Nur die vier. Aua. Weil Moria gäbe es ja noch, aber der ist ja keiner mehr. Ebenfalls. Bartholomeus Bär ist ja eine ganz andere Geschichte. Glaubt, der ist. Ja, der ist definitiv auch keiner mehr. Ich denke, das sind alle. Wenn wir jetzt. Das müssen wir abzählen können. Moment. Buggy ist erst seit kurzem. Das heißt, wenn man ihn wegzählt, sind es nur sechs. Falkenauge, Hancock passen. Jinbei passt. Das sind schon mal vier. Law kann man wegzählen. Dann fehlen zwei. Das sind Moria. Okay, Moment. Ich verwirre mich gerade. Es ist gar nicht so einfach, hier zu rechnen, während ich kämpfe. Genau. Das sind Moria und Bär. Dann hätten wir jetzt wieder die richtige Anzahl. Flamingo, Crocodile passen. Ja, okay, das passt. Also die einzigen zwei Samurai, oder die einzigen drei Samurai, die hier nicht mitspielen, sind Whitebeard Jr., Gecko Moria und Bartholomeus Bär. Wobei Bartholomeus Bär eine Sprechrolle hat. Er kommt halt nicht zum Kämpfen vor. Ich frag mich, ich weiß gerade gar nicht mehr, kann man im dritten Teil Pazifista spielen? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich glaube, Bär kann man spielen. Ah ja, stimmt. Es gibt ja sowieso viele Charaktere, die man nicht spielen kann. Zum Beispiel Don Creek und Captain Black. So, Falkenauge ist so gut wie besiegt. Und dann hätten wir alle sieben Samurai. Oh. Busch. Busch. Ich habe keine Ahnung, wo. Ah, da ist Falkenauge. So, auch besiegt. Damit können wir erstmal lachen, weil wir hier gewinnen. So, wenn die sieben Samurai der Meere besiegt sind, dann fehlt die Weltregierung auf jeden Fall, denke ich noch. Das heißt die Marine. Und ich glaube, die Kaiser kommen doch auch vor, oder? Aber gut, auf jeden Fall ist ja erstmal die Marine hier. Das sind Fujitora, Kizaru, Garp, Senkok und Akainu. Wen haben wir zuerst? Fujitora, Kizaru und Akainu. Drei der Admiräle oder ehemalige Admiräle. Akainu ist ja Großadmiral geworden. Kusan ist ja in meinem Team, sonst wäre er wahrscheinlich auch hier, aber der ist ja sowieso kein Marinedude mehr. Schon sehr lange. Ach, schön, dass ihr mir alle da reinlauft. Ihr wisst schon, dass ihr keine Chance habt. Ich bin Whitebeard! Ah, fuck. Allerdings schon wirklich furchteinflößende Gegner. Einer macht Licht, einer beherrscht die Schwerkraft. Und einer kann Magma regnen lassen und alles. Also. Allerdings habe ich die Erdbebenkraft und bin deshalb genauso extrem drauf wie ihr. Ich würde mich nicht unterschätzen. Ja, ich würde Whitebeard niemals unterschätzen, wenn ich irgendjemand wäre.
So. Aber Akainu da hinten auch noch weggemäht mit diesem Angriff. Beide besiegt, sehr schön. Und Sabo ist aufgetaucht, das heißt, die Revolutionäre sind jetzt auch hier. Oh je. Und die Musik flippt voll aus und mein Dude trampelt hier rum wie ein Psychopath. Okay, die haben tatsächlich meine Territorien geschenkt bekommen. Aber ich kill jetzt einfach Senkoku und Garb. Oh, er ist hingefallen. Ah, das ist jetzt leider ein klein wenig zu spät für den Damage-Bonus, den man in volle Kraftburst hat, aber... ist in Ordnung. So, Garb ist ziemlich weit weggeflogen. Ich glaube, der macht es auch nicht mehr lange. Da ist noch ein Anführer, der hier durch die Gegend fliegt. Ich glaube, die vier Kaiser kommen hier nicht vor. Die habe ich ja im letzten Part besiegt. In der Kernepisode. Ich meine, die kommen ständig gerade vor. In jeder Kernepisode, aber die vier Kaiser dürften besiegt sein. Holy shit, 3.500 Kills schon. So, räumen wir ordentlich auf. Das war irgendwie nix, aber egal. Wechseln wir nochmal in volle Kraftburst, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Auf die Fresse! Das wäre Senkok, der steht zeitweilig zurückgezogen. Ich glaube, er kommt wieder als feindlicher Kommandant. Oh, Garb steckt hier in der Ecke fest. Idiot. Und tschüss. Okay, dann kommen die Revolutionäre, allerdings sind die auf dem Weg zu mir. Schade, ich hätte die lieber in ihrem Territorium bekämpft und noch ein paar Kills gesammelt. Aber ich denke, 4000 Kills sind auch ganz gut. Was war das? Ich bin Whitebeard! Okay, in dem Fall kommen die vier Kaiser eben doch nochmal. Aber wieso muss es mir dafür meine Attacke unterbrechen? Man hat gesehen, dass er weiter zugeschlagen hat, aber der Damage einfach nicht gezählt hat. Das ist ja auch nervig. Noch eine interessante Mannschaft, die ich hier habe. Kusan, Whitebeard und Diamante. Okay, setzen wir das hier nochmal ein. Die laufen ja alle auf mich zu. Das sind jetzt alle Whitebeard-Piraten. Oh je. Yeah. Das sind auf jeden Fall alle Revolutionäre, die hier mitmachen, glaube ich. Höchstens Robin könnte noch auftauchen. Aber sonst ist im Spiel, glaube ich, keiner drin. Ja, okay, Bär natürlich. Aber Bär ist, wie gesagt, nur eine Sprechrolle. Er kommt nicht als Charakter vor bisher. Jetzt, Mann, Sabo, stirb endlich. Was ist das denn? Ich bin echt ziemlich langsam ohne volle Kraftburst, merke ich gerade. Das ist ja richtig am Müden. So. Stirb, Sabo. Oder auch nicht. Wieso lebt er immer noch? Ach komm, tschüss. Das hat auch nicht gereicht. Okay, dann halt so. Das wäre Sabo gewesen. Alles klar. Ich sehe die Münzen gar nicht, die ich kriege. Die sind so weit über meinem Kopf, dass sie gar nicht im Bildschirm sind. Okay, jetzt schauen wir doch mal, in welcher Reihenfolge wir die Whitebeard-Piraten bekämpfen dürfen. Nicht nur die Whitebeard-Piraten. Katakuri und Big Mom sind hier. Also fangen wir wohl mit Big Moms Piraten an. Vielleicht ist Pyrus Pyro und so auch da. Ich weiß nicht, aus welcher Richtung ich eigentlich hätte kommen müssen, vielleicht. Oder ob Big Mom wirklich mein erster Gegner hier ist. Aber in Ordnung. Naja, ich denke, Whitebeard sollte als letzter kommen, also ist das wohl die richtige Richtung. Ja, ich gebe den gar, mach den gar nicht so viel Schaden. Ich glaube, ich habe Katakuri gerade auch gar nicht getroffen. Diamante kämpft. Ja, das will ich auch hoffen.
4.500 Kills, holy shit. Na gut, das ist das letzte Level des Spiels, ne? Im Endeffekt, theoretisch. So, Big Mom sollte besiegt sein. Ich hoffe, der Anführer kommt zu mir. Ich würde ihn nämlich gerne auch killen. Okay, den treffe ich gerade leider gar nicht damit, weil er in volle Kraftbürste ist und damit nicht eingefroren wird, wenn ich die Attacke mache. Also, nicht wortwörtlich eingefroren, sondern bewegungsunfähig. Irgendwie. Ihr wisst, was ich meine. Okay, der Anführer kommt zu mir. Stirb, Katakuri. Oder auch nicht, schon wieder daneben. Shit. Und das wär's mit meinem volle Kraftburst. Ja, die halten schon einiges aus, dafür, dass sie genau mein Level sind. Katakuri ist raus. Der Anführer ist der Nächste. Tschüss. Und dann sind wir bei Kaidos, Leuten. Kaido und Jack. Okay, ich nehme an, es kommen nur die obersten Anführer der Gruppe. Denn sonst wären hier ja auch noch Drake und Hawkins theoretisch dabei. Und vorhin Perospero, wie gesagt. ...5000 Kills. Ah! Leckt mich! Sind es nicht auf 5000 gewesen, die Ruffy mit seinem Königshaki in Fischmenschen Island gekillt hat auf einen Schlag? Jetzt bin ich endlich Ruffy-würdig. Schrei nicht so, da! Ich kann dich erledigen, Kaido. Ich bin Whitebeard. Du bist aber größer als ich. Das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Oder stehe ich einfach nur gebeugt in dem Fall? Moment, lass mal hier. Okay. Du bist eindeutig größer. Krass. Habe ich jetzt gar nicht erwartet. So, Dele. Ja, hier können wir noch. Hier sind zwei Anführer. Ich weiß aber nicht warum. Ich würde den aber gerne noch killen, weil ich einfach schon dabei bin. Oh, Mann. Da hinten ist Barges. Ah, natürlich, Barges und Blackbeard sind wohl die Nächsten. So. Mit dir habe ich eh noch ein Hühnchen zu rupfen. 5.500 Kills. Du kämpfst anstelle des Captains. Ihr kämpft beide, du Clown. Dach. Aber ich mach dich zuerst platt, wenn du das unbedingt willst, Barges. Ich frag mich, wer von denen ist denn bitte noch der Anführer hier? Ach, da hinten! Das Gebiet ist ganz riesig. Ich glaube, Whitebeard ist der das Gebiet gerade verteidigt. Trifft das? Yep, schön. Okay. Dann habe ich Barges jetzt damit auch besiegt. Mein Gott, ist das ein riesiges Level, ey. Und wie viele Dudes man killen muss. Gott sei Dank bin ich so ein hohes Level selber. Sonst würde das noch länger dauern. Und Gott sei Dank bin ich Whitebeard. Ich glaube nicht, dass ich das mit irgendjemand anderem geschafft hätte. So, Blackbeard ist raus. Gut, dann dürften da eigentlich Marco und... Nee, Ace und Whitebeard sein. Okay. Komm her, Whitebeard. Du bist nicht ich. Du bist nur ein Nachmacher. Bestimmt bist du Brûlé oder so. Oder Mr. Two. So, weg mit euch. Na, oh, was soll das denn? Whitebeard hat den Kampf mit Whitebeard aufgenommen. Das liest man auch gerne. Okay. 6000 Kills. Whitebeard macht sich bereit fürs Gefecht. Ja, das ist eine gute Idee. Ich slow den die ganze Zeit durch meine Angriffe. Oh, rastet voll aus. Habe ich irgendwas gekillt? Nee, es hat mir nur angezeigt, dass ich 6000 Kills habe. Okay. Ah, boom, Bitch. Beide unterhalten sich. Weißt du nicht, wer ich bin?
Doch, du bist ich. So, gleiches White Beard raus. Allerdings hängt er gerade in der Angriffsanimation und das ist nicht gut. Und tschüss, Whitebeard. Okay, Whitebeard ist besiegt. Whitebeard hat gefrorener Platz erobert. Whitebeard besiegt jetzt noch Ace. Na, alles ein wenig verwirrend, ich weiß, aber ist halt so. So, stirb, Ace. Und dann, was kommt dann? Dann dürfte ich, also ich habe gesehen, Zenkok hat sich nur vorerst zurückgezogen. Ich nehme an, der kommt wieder. Wahrscheinlich als Kommandant. Und Sabo vielleicht auch, keine Ahnung. Ich wüsste nicht, wer sonst Kommandant der Revolutionäre sein soll. Shanks ist noch da, natürlich. Ich habe mich schon gewundert, warum er nicht da war. Shanks, Zenkok und Falkenauge. Shanks und Co. tauchen auf, um die Sache mit Whitebeard zu klären. Und Sabo. Gut, also meine Endgegner sind Shanks als Anführer der vier Kaiser, Falkenauge als Anführer der Samurai, Sabo als Anführer der Revolutionäre und Zenkok als Anführer der Marine. Na dann, zeigt mir, was ihr könnt. Wäre natürlich am besten, wenn ich nicht nur Shanks kille, sondern seine Leibwachen hier ebenfalls. Also gucke ich mal, dass ich das irgendwie hinbekomme. Ah, verdammt, ich wusste, es wird wieder unterbrochen. Shanks fliegt schon ein bisschen durch die Gegend. Ah, Sabo ist schon ziemlich low. So, cool wäre, wenn ich das hier mit 6666 Kills irgendwie beenden würde, aber das halte ich für unwahrscheinlich. Und wenn ich jetzt versuche, es herauszufordern, klappt es eh nicht. Ja, ich habe schon übertreten, oh je. So, Zenkok ist raus. Shanks hat tatsächlich noch am meisten Leben, das ist ganz gut. Sabo ist da hinten in der Ecke. Aber auch nicht mehr lang, ich hole ihn mal raus. Ups, irgendwie hat der letzte Schlag nicht getroffen. Okay, Falkenauge ist fast besiegt. Shanks geht's, Sabo geht's auch nicht so gut. Da ist noch ein Anführer aufgetaucht, der mir aber nichts bringt. Selbst wenn ich den besiege, muss ich noch Shanks besiegen. Oh, mein Leben! Was ist denn da passiert? Wo ist Sabo? Da. Oh, verdammt! Er ist versehentlich ausgewichen. So, das sollte reichen, denke ich. Ja, okay, Diamante hat den letzten Schlag gegeben, der Arsch. Der Anführer hier ist jetzt trotzdem tot. Ja, Shanks, mach dich mal lieber bereit fürs Gefecht, denn gleich war's das mit dir und mit dem letzten Level von Pirate Warriors 4. Natürlich ist das nicht der letzte Part. Wär zu schön, ne? Wir haben noch schon noch ein paar Sachen vor uns, noch mindestens 7 Parts, allein um alle Charaktere noch alle Fähigkeiten zu zeigen. Und möglicherweise werde ich offscreen noch mega viel machen dürfen, um alles freizuschalten. Das wäre natürlich kacke. Aber wir holen uns auf jeden Fall jetzt mal das fast letzte Achievement, indem wir dieses Level hier schaffen. Und ich nehme an, es wird gleich wieder eine Credit Roll geben, weil die gibt es irgendwie immer. 7000 Kills habe ich geschafft. Aber mehr werden es wohl nicht, denn das war's so gut wie. Aber Shanks hat schon Leben, er hat schon viel Leben in diesem Level. Holy shit. Das hat er auch überlebt. Ich schlage irgendwo hin. Und shit, Shanks. Daneben. Okay, dann halt so. Ohne Cutscene. Genau.
Letzter Angriff. Oder auch nicht. Okay, dann eben nicht. Tschüss, Shanks. Stirb endlich. Das gibt's doch gar nicht. Lalalala, stirb. So.強き者よ。これからも精進するがいい。強さの果てに貴様が望むもの、見せてみよ。お前の正義、しかと見せてもらった。時代が変わろうと、正義は滅びん。俺たちを超えていくか。お前が作る新しい時代、楽しみだな。 Warum hat Sabo nichts mehr zu sagen gehabt? Schade. Okay. Nice. Und Diamante ist auch maximales Level. Passt. Und Kusan und bla und so weiter und so fort. Habe ich genug Whitebeard-Münzen bekommen? Wo ist er denn? 33. Das sollte sogar reichen, um ihn auf 100% zu bringen. Okay, jetzt mal sehen, was jetzt noch passiert. Ich habe jetzt gar keine Credits gesehen. Vielleicht kommen die jetzt. Okay, nee, diesmal verschont mich das Spiel und es passiert auch gar nicht so viel. Was haben wir denn hier noch vor uns? 1, 2, 3, 4, 5 von diesen 4-Spieler-Level, die ich natürlich alle noch aufnehmen will, auf jeden Fall. Und dann haben wir hier noch einige 2-Spieler-Level. Außerdem müssen wir noch die Attacken testen, die wir jetzt hoffentlich freigeschaltet haben. Zumindest zum Großteil. Das sehen wir aber dann vermutlich im nächsten Part. Also, ja. Würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao.